Startfrei für den 10. Lauf rund um den Halterner Stausee. Etwa 600 Läuferinnen und Läufer machen sich auf den Weg durch den Westuferpark. Veranstaltet wird der Lauf durch den Verein Spiridon Haltern. Hervorragende Wetterverhältnisse, windstill, sonnig und kalt. Teilnehmer kann ich noch nicht genau sagen, weil sehr, sehr viele Nachmeldungen gewesen sind. Wir hatten 490 Voranmeldungen. Ich denke mal, wir werden den Rekord brechen. Wir hatten 597 in den besten Tagen gehabt. Ich denke, das wird dieses Mal übertroffen werden, weil halt schönes Wetter ist. Die Strecke geht direkt um den Halterner Stausee. Das ist eine Wanderstrecke, zum Teil geschottert, zum Teil asphaltiert. Das sind Hauptwanderwege, das ist ein Stück an der Straße auf dem Fahrradweg entlang und das ist nachher auf einem Wanderweg dann zurück. Bei der Hälfte der Strecke hat sich bereits die Spreu vom Weizen getrennt. Während viele Läufer am Haus Niemen angekommen sind, erreichen die ersten Läufer den Parkplatz am Seebad. Darunter auch Topläufer, weiß Alfred Pieper. Natürlich haben wir ein paar bekannte Namen, die sich vorangemeldet haben. Da wissen wir aber immer nicht, ob die jetzt dabei sind oder nicht. Von daher müssen wir halt nachher sehen bei den Ergebnissen ganz zum Schluss, ob diejenigen jetzt auch gestartet sind oder nicht. Kann ich jetzt nicht genau die Namen sagen, sonst vergesse ich einen. Also die ersten werden um 35 Minuten kommen die Topläufer ins Ziel. Einige waren auch schon unter 35 Minuten. Und das Hauptfeld kommt dann so bei 50 Minuten bis etwas über eine Stunde. Spannung im Zielbereich an der Seestadthalle. Als erster läuft Bernhard Deiß von der Recklinghäuser LC mit einer Bestzeit von 33 Minuten und 40 Sekunden durchs Ziel. Super, also das Wetter ist traumhaft, die Luft ist richtig gut zum Atmen, die Strecke ist schön flach. Schon mal schneller gelaufen. Schon mal schneller, aber dann komplett auf Asphalt. Als erste weibliche Teilnehmerin erreicht Annika Fels auf Platz 8 das Ziel. Die Erstplatzierten können sich auf Präsente freuen. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Wir haben Präsente, wo man sich zum Teil was aussuchen kann. Wir haben Gutschein vom Kletterwald. Wir haben andere Kleinigkeiten, die wir übergeben. Pokale machen wir nicht, weil die stehen sonst in der Ecke rum und werden nicht mehr angesehen. Also wir haben was Nützliches. Und auch im nächsten Jahr wollen die Verantwortlichen von Spiridon Haltern einen Volkslauf rund um den Halterner Stausee durchführen.